die Seite der Drittveränderungsimperative unterscheidet nicht zwischen Essenz und Existenz, denn in diesem ternäre geschaffenen symbolistischen Raum ist es ja nur möglich, Symbol zu sein oder zu denken oder Vorstellung oder Wortvorstellung zu haben, überhaupt als Bewusstsein einer Existenz mit Durchlauf der Nullstelle. Und die Nullstelle, der Tod im Proton Pseudos, ist per se schon ein unmögliches Ding. Die Drittveränderungsimperative zeigen auch, dass die Einschreibung des Vierecks in den Kreis oder die Quadratisierung des Kreises ein selbstverständlich normales Phänomen dieser Widersinnigkeitslogik ist, in der die Unmöglichkeit die Widersinnigkeit Gesetz ist, in dem alles Viereckige oder Gerade, alles Männliche hier ins Runde umgebogen wird und dann aus dem Runden durch Absprießungen, durch Erzeugung eines Keimscheiblings, eines Rauchrings, eines neuen Phantasmas als Symptom des Reales, ins Erzeugen eines neuen Zwiebelrings, eines neu abgesprießten Körpers, dann die nächste Runde des Runden einläutet, nachdem sie durch das Viereckige und das Gerade angepiekst wurde. Die Drittveränderungsimperative sind jenes Gesetz, die schon in sich paradox sind, so wie die Null, die Leerstelle, ein unmögliches Ding immer schon war, als Übergang zwischen Leben und Tod, als Pforte von Dike und Ananke, weil das Gesetz der Aufhebung der Unmöglichkeit oder die Verunmöglichung der Unmöglichkeit in allem zu sein Gekommenen schließlich selbst angekommen ist, wie wir ein paar Videos vorher gesagt haben, dass alles Sein wert ist, zugrunde zu gehen, und nur durch dieses Zugrunde gehen und durch diese paradoxe Selbstauslöschung überhaupt Sein sein konnte, Sein werden konnte, Werden werden konnte. Das Werden ist eine kontinuierliche Widersprüchlichkeit, Widersinnigkeit seiner selbst, indem es alles, was es in die Existenz bringt, wieder radikal, ridikül, tilgt, nichtigt, allen Werts entlegen, entledigt, allen Inhalts und dann wieder neu zusammenscrabbelt in diesem Widersinn, dass das einzige Bestehende und Ewige, die ewige Wiederkehr von immer wieder neu Aberwitzigen besteht. Das ist ein völlig anderer Vorgang, dieser ternäre Durchlauf von 2 zu 3 zu 1 zurück und dann wieder über die 2 zu 3 als stehen zu bleiben in der Logik einer gesetzten symbolistischen Wahrheit, die nur zwischen entweder oder, zwischen schwarz und weiß, nämlich auf der dyadischen Ausschließlichkeit-Ebene vor Eintritt in die Drittveränderungswelt stattfindet.